Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zum zweiten Teil von meinem neuen Projekt. Wieder ein Wimmelbildspiel, Let's Wimmel, Clockwork. Wie hieß denn das? The Story of Glass and Ink. Das muss ich nochmal auswendig lernen, das geht ja so nicht. Und wir haben beim letzten Mal hier das erste Wimmelbild erledigt, den Vogel zum Teil repariert, da, ne, das haben wir angebaut. Ach, mal diese Blitze, also ich... Und wir haben eine Karte, auf der steht, wir sind gerade hier, müssen ins Nebenzimmer. Wahrscheinlich ist das Zimmer Nummer 2. Dann ist da noch irgendwie was. Ach nee, da waren wir schon, ne? Von da nach da sind wir. Offen Handlungen. Vor der Haustür war auch noch was. Okay. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Let's Öl. Welch rätselhaftes Bild. Und warum kannst du da ja nicht... Warum gehst du da nicht hin? Was sich wohl hinter dieser Tür verbirgt? Oh. Ja, was da wohl fehlt, würde ich sagen. Ich brauche einen Schlüssel und einen Knauf. Das ist Vorsatzkeule. Also, junge Frau, das ist Vorsatz. Where is everyone? Oh. Na gut, es hat vorhin ein Erdbeben gegeben und so einen komischen verrauchten Geist. War das? Das Beben muss die Gäste vertrieben haben. Ja, eben, genau. Also ist jetzt ja wohl nicht so ungewöhnlich. So, das hatten wir schon. Lalalala. Die Zeitung von heute, die hatten wir heute auch schon mal. Also beim letzten Mal. Das Beben, ja. Na, Mieze Mautz, die Katze hat kein Interesse, mir zu helfen. Sie ist eben eine Katze. Ja, das ist jetzt aber ein bisschen einseitig gedacht. So. Leere Regale. Hier scheint es ein Alkohol, hier scheint ein Alkoholverbot verhängt worden zu sein. Vorhin stand aber noch was. Okay, gehen wir zur Straße. Oha. Der Pöbel steht vor dem Haus. Was ist das denn da? Die Jacke eines Soldaten. Aber sie hängt so weit oben. Ja. Was habe ich nice gemacht? Ah, das ist der Kopf von... Von Matev. Matthew. Okay, das war's schon. Die Handlung haben wir also gemacht. Dann gehen wir nochmal hoch. So, das ist schon mal gut. Hier ruckelt es jetzt auch nicht mehr. Fragt sich, wie lange. Ja. Another tremor. They're getting worse. Sehr komisch. Sehr komisch. Ach so, habe ich das Ding jetzt mitgenommen? Leere Energiewürfel. Okay, das war's. Also wieder an der Stelle. Puh. So, da haben wir immer noch keinen Knauf. Da war auch nichts. So, gehen wir mal hier zum Pöbel hier. Zum Volk. Welcome to Hochwald. The safest place in all of Gotland until recently. Ja, I see. Ever since the general engineer returned. Well, see for yourself. Evangeline Glass? It's just as Mr. Ink said. He gave me this for you. Okay. Thank you. Danke. He was taken? Poor man. He was working on our dollhouse as a payment. It is not safe here. Let's talk later, okay? Ja, gerne. Also die scheint nett zu sein. Das war ja ganz unauffällig. Aber da ist nichts. So, lass uns mal mit denen reden. Ever since Barber returned, nothing but disaster befalls Rockwold. Nobody safe these days. War. Machines, Monsters. Kann es sein, dass ihr alle einen russischen Akzent habt? Nobody is safe. Ja, okay. It used to be such a peaceful village. Nobody is safe. I've seen it with my own eyes. Ein Schneemonster. It used to be such a peaceful village. Na ja, okay, die Sound Samples, die waren vielleicht auch schon mal besser. Hätten besser sein können. Eine ziemlich moderne Gaslampe für so ein abgeschiedenes Bergdorf. Warum? Nur weil die Kringel drumherum sind? Oh, ein Luftschiff. Sieht aus wie Wolfenstein da hinten. Zum Landeplatz, zum Tor. Aber hier ist immer noch diese Jacke. Und ich hab nichts. Puppenhaus-Rosette. Komm, wir gehen mal zum Tor. Was soll das hier? Le Wimmelbild, ein Schloss. Ein altes Schloss. Ich brauche nur das richtige Werkzeug. Ja, nimm doch deine Handkante.
Stärken. Ja, ist ja gut. Ein schmiedeeisernes Tor. Das könnte sogar eine Lawine aufhalten. Und mich erst recht. Na, wer weiß. So, guck mal, oben noch ein Luftschiff. Barbers Schloss. Aus der Nähe sieht es noch finsterer aus. Alter, die düsen aber umher da oben. Soldat. Achte auf eine vollständige Uniform. Jawohl. Tarnhelm. Ja, damit man die Visage nicht sieht. Diese Gegenstände kann ich bestimmt im Dorf finden. Ja, einen alten Blecheimer. Jacke mit Schulterklappen. Mhm. Jupp. Militärhose. Sieht total militärisch aus. Halt. Achso, oh, das gehört noch dazu. Ja, okay. Let's Wimmel. Eine Uhr. Ach, finde diese Gegenstände. Na, das sieht ja wild aus. So. Piepmatz. Die Elster. Meisterdiebin unter den Vögeln. Was hält sie in ihren Krallen? Wenn ich das wüsste. Da ist etwas unter dem Schnee. Diesen dornigen Busch fasse ich nicht an. Oh Mann, geht das schon wieder los? Nein, nicht zurück. Mann, verdammt. Da ist noch was. Da ist was unter dem Schnee. Diesen dornigen Busch fasse ich nicht an. Ja, okay. Der Stein klingt hohl, wenn man drauf klopft. Aber du klopfst doch gar nicht da drauf. Ist das ein Streichholz? Ja, ne? Das ist ein abgebranntes Streichholz. Na, super. Aha. Ja, ein Ventilator. Ist richtig. Der ist jetzt weg. Was? Ach, das waren die Blüten? Die muss ich nicht einsetzen. Guck mal, hier muss ich gleich die Elster reindrücken. Das Tintenfass steckt am Eis fest. Ich kann nicht warten, bis es schmilzt. Nö, macht doch keinen Spaß. Okay. Ach hier, Vögel, guck mal hier. So, hau ab da jetzt. Sehr schön. Wo war das jetzt hier, das? Was ein Sound. Okay. Oh. Na, auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen, aber okay. Spielerkarten. Ich rauche zwar nicht, aber ich mag den Geruch von Pfeifen. Es verjagt die meisten Käfer. Nach den Käfern müssen wir auch noch suchen. Stimmt. Okay. Alter, wieso denn nur eins? Und was ist das? Zweige? Puppenhaustür? Die hatten wir doch schon. Das ist wohl eine andere. Eine krähenförmige Aussparung. Soll das Matthew sein? Ich hoffe nicht. Eine Vertiefung in Form eines Tintenfasses? Die Kiste gehört definitiv dem Doktor. Ink ist wie besessen von seinen Dampfkäfern. Die raue Oberfläche... Ja, die hat Brandzeichen. Damit zünden wir jetzt die Zweige an. Damit zünden wir jetzt die Zweige an. Aber leuchtet schön. Und brennt lange. Ich dachte, wir zünden die Zweige an. Okay, was haben wir denn noch hier? Hatten wir schon, hatten wir schon, hatten wir schon. Zurück, nö. Okay. Was auch immer. Tintenfass. Immer noch Tintenfass. Großes Tintenfass. Hm. Okay, das hatten wir auch schon. Ich glaube, wir müssen weitersuchen. Oh, weniger Leute. I've seen it with my own eyes. It was a snow demon. Abominable snowman. Nobody save these days. War, machines, monsters. Ohne eine Art Stiefel kann ich das nicht gebrauchen. Ja, wie auch immer. Oh, Kiefer. Kiefer, Kiefer, fang. Scheiße, wollte ich doch gar nicht. Juhu, 4 von 11 von diesen bunten Dingern. Die Jacke ist immer noch zu weit oben. Hm. Puppenhaustür habe ich hier. Ja, Gaslampe ist durch. Achso, hier kann ich das Feuerzeug nicht benutzen. Naja, nee, ich brauche eine Art Stiefel.
Sind die Leute wieder da drin? Psst, Miss, hier, behind the bar. Ja, ich sehe schon. Keep it down, Miss. You don't know who might be eavesdropping. Mhm. So much has changed here since Engineer Barber returned. Mhm. Airships, masked soldiers, arrests, and let's not forget the earthquakes. Ich weiß auch, wovon die kommen. War is hanging over our heads, and Barber has some secret weapon up his sleeve. Your friend, Ink, tried to stop him, but was discovered. That's all I know. Miss, I need your help. The soldiers confiscated all my supplies. The gatekeeper took my license. It should be in his boot. In his boot. Hol dir die Getränke zurück. Also echt? Also wir müssen in diesem Wimmelbildspiel Aufgaben erfüllen für Leute. I hope you find your friend. Ja, ja, sehr gut. Hatten wir schon. Barber, that son of a... Oh, sorry. Please excuse my language. I was just stripped of my rank for failing to carry out an inhumane order. General Engineer thinks we are all his clockwork soldiers, as the young lady tried Steamhorse. It is a local drink that kicks like a mule. Sadly, there is no more. I would give up my helmet for another glass. Der will ein Pferd haben. Oh, Leute, Leute. Ja, so einen Helm will ich auch haben. Den brauche ich auch. Youth, all steam enthusiastic punks in my days. Naja, da hast du alle noch mit Kerze gemacht und so. Und mit Hamsterrad. Und wer bist du? That barber boy is a rotten apple, if you ask me. Ja, Geselligkeit freigeschaltet. Mietze, du auch noch? Nee, die Mietze hat kein Interesse. Okay. Alter, wir haben also neue Aufgaben bekommen. Ich habe natürlich keinen Plan, wie ich die lösen soll. Ja, wir brauchen hier Sachen, wir brauchen da hinten Sachen. Wir brauchen überall Sachen. Oh, Krabbelkäfer. 5 von 11. Matthew hat alle Antworten. Ja. Türknauf. Wo war der denn? Achso, oh, da muss ich ins Hotel zurück. Militärzubehör. Aber es wäre zu gefährlich, diese Sachen zu durchsuchen. Ja. Oha. Jawohl. Und auf Wiedersehen. So, nehmen wir erstmal da hoch. Hier ist ein bisschen warm. Ich hab's befürchtet. Ist kein Dietrich hier? Okay. Offene Handlung, ja, weiß ich. Da war ich noch nicht. Hier scheint alles erledigt. In dem Zimmer muss ich auch noch rein. Inkwode, das hatten wir schon. Soldaten haben die Getränke des Gasthauses beschlagnahmt. Ich muss sie zurückholen. Ein Dampfpferd für den Veteran. Ein Soldat im Gasthof hat mir im Gegenzug für ein Glas Dampfpferd. Ah, das Zeug heißt so. Seinen Helm angeboten. Hm. Er ist so betrunken, dass er es wohl tatsächlich tun würde. Okay, hatten wir alles schon. Hatten wir schon. So, und hier brauchen wir tatsächlich... Hat sich hier was verändert? Puppenhaus? Puppenhaus. Nee. Wetter hat sich verbessert. Okay, das hatten wir alles schon. Die Liste hatten wir schon. Nee, warte, die Liste. Aha. Achso, das ist der Kasten, den wir schon entdeckt haben. Aber den wir noch nicht vollständig lösen konnten. Konnten. Hm. Okay, das hatten wir schon. Wo ist denn das hier? Golf di Venezia. Was ist das hier? Venedig andersrum oder was? Syrfaya. Walachei. Podulia. Naja, das sind wohl alles irgendwie echte Orte. Irgendwie anders neu definiert und zusammengesetzt. Okay, Freunde. Aber das Ganze machen wir dann beim nächsten Mal. Und dann machen wir an dieser Stelle hier weiter. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für den Kommentar. Ich habe wohl auch schon vom Drachenpferd genascht. Schönen Dank für den Like, für den Kommentar und für jedwede Kritik von euch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, sagt der Tizi. Tschüss.